Ich freue mich sehr, dass Daniel Moosbrugger da ist. Journalist, freier Journalist und seit einer geraumen Weile bei Reporter ohne Grenzen angestellt als Referent für Informationsfreiheit im Internet und uns etwas erzählt über die Reform des BND-Gesetzes. Das haben ja vielleicht ein paar Leute mitbekommen, dass 3 Jahre nach Snowden die Bundesregierung jetzt quasi anfängt, das zu legalisieren, was wir über unseren Auslandsgeheimdienst erfahren haben in den letzten 3 Jahren. Und was das bedeutet, vor allen Dingen für das Thema Pressefreiheit in anderen Ländern, die von Überwachung betroffen sind, darüber wird uns Daniel jetzt etwas erzählen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, danke. Ja, vielen Dank für die Einführung, dass wir hier sprechen dürfen. Ja, Reporter ohne Grenzen, hast du schon gesagt, wir setzen uns für Pressefreiheit und gegen Zensur ein weltweit. Wir sind eine internationale NGO, Büros vor allen Dingen in Deutschland und Frankreich und 100% spendenfinanziert. Ja, BND-Gesetz, ich werde ein bisschen was sagen, vor allen Dingen auch nochmal grundsätzlich, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, dass der Entwurf veröffentlicht wurde und so im Detail. Hat es vielleicht auch nicht jeder. Wieso halt es? Direkt? Okay. So? Ah ja, sehr gut, danke. Ich werde noch mal ein bisschen auf das Gesetz in general eingehen und dann klar machen, was das vor allem für Pressefreiheit bedeutet. Und es geht, das ist mir vor allem wichtig zu machen, ich werde eine Kampagne vorstellen, die wir jetzt wahrscheinlich am Donnerstag international veröffentlichen werden, wo es uns darum geht, das Thema auf eine internationale Agenda zu setzen. Und ich will einfach zeigen, dass wir glauben, dass da geht es jetzt, natürlich geht es darum, vor allem Journalistenrecht, aber das könnte unserer Meinung nach ein Punkt sein. Wir glauben, wir haben juristisch einen Punkt gefunden, wie man vielleicht generell das Thema angehen könnte, um Grundrechte in diesem Gesetz verankern zu können, gerade bei der Massenüberwachung von EU-Ausländern, was derzeit nicht der Fall ist, aber dazu werde ich jetzt kommen. Das BND-Gesetz oder wie es im Moment heißt, und das sagt schon sehr viel darum, worum es eigentlich geht. Ausland-Fernmeldeaufklärung ist der Terminus, den sich die GroKo ausgedacht hat. Es geht vor allem darum, Fernmeldeaufklärung, also Massenüberwachung von Ausländern im Ausland zu legalisieren. Das, was du gerade schon gesagt hattest, also das, was kritisiert wurde, wird tatsächlich legalisiert. Und ich glaube, das ist deswegen vor allen Dingen kritisch, weil tatsächlich gerade viele in der Welt auf uns gucken, was uns vielleicht gar nicht so bewusst ist. Denn das, was wir hier haben, diesen NSA-Untersuchungsausschuss und so weiter, also so ernsthafte politische und langfristige Folgen gibt es eigentlich nirgendwo auf der Welt. Und wenn wir da jetzt so ein Gesetz veröffentlichen und daran sich andere Länder orientieren, ist das, glaube ich, nicht so gut. Deshalb ist es, glaube ich, lohnt, da nochmal auch aktiv zu werden. Dafür möchte ich auch ein bisschen werben. Worum geht's? Was ist das? Da sollte eigentlich ein Bild kommen. Was sagt das neue Gesetz? Einmal in den Grundzügen, da geht es noch nicht um Pressefreiheit, sondern grundsätzlich. Wenn wir uns den BND vorstellen, ist der BND jetzt auf diesem Bild mal unten. Und die Welt wird im Prinzip eingeteilt in 3 Klassen. Also wir haben Deutsche, wir haben EU-Bürger und wir haben den Rest der Welt, das soll jetzt nicht die UN als Organisation, sondern wirklich alles außer EU-Bürger. Das sind die 3 Klassen, die tatsächlich auch in diesem Gesetz so deutlich genannt werden. Und da wurde jetzt überlegt, naja, gibt es da Abstufungen, wie man die überwachen darf. Und die gibt es sehr wohl. Und bei der gezielten Überwachung, also wenn ich genau eine Person weiß, die mich überwachen will, dann kann der BND im Prinzip alle 3 Gruppen nach den gleichen Kriterien überwachen. Da gibt es Straftatenkatalog nach anderen Gründen, anderen Gesetzen auch. Also wenn man sagt, es ist ein Terrorist oder macht im großen Stil Geldwäsche, dann kann man diese Menschen überwachen. Das wird nicht angefasst. Was angefasst wird, ist die Massenüberwachung. Die war im Zuge des NSA-Ausschusses immer fraglicher, ob das überhaupt legal ist nach dem aktuellen BND-Gesetz, und da ist man rangegangen. Und hier hat man jetzt klargestellt, Massenüberwachung von Deutschen, also Kommunikation von Deutschen, ist illegal, ist unzulässig, ohne Ausnahme. EU-Bürger und EU-Institutionen können nach den
Voraussetzungen überwacht werden, wie es auch im Einzelfall möglich ist. Also ich kann die gesamte Kommunikation von EU-Institutionen filtern, um damit Terrorismus aufzudecken zum Beispiel. Und das eigentliche Signal, darüber will ich jetzt vor allen Dingen auch reden, ist das Signal, das weltweit ausgeht. Also Leute, die keine EU-Bürger sind, die vor allen Dingen keine Deutschen sind, da hat man gesagt, Feuer frei. Da hat man wirklich quasi keine Restriktionen eingeführt. Ich zeige jetzt mal, versprochen ist der einzige Paragraph aus dem Gesetz, den ich nenne, aber den muss man sich, glaube ich, einfach mal im Original anschauen. Also es wird eben gesagt, unter welchen Bedingungen, Paragraph 6, darf man die Kommunikation von Ausländern im Ausland massenhaft filtern und da Daten mit Selektoren und so weiter rausfischen. Und es ist nett, wenn man sich anschaut, die erste Lesung im Bundestag, wie die Regierungsvertreter gesagt haben, wie man dem BND quasi jetzt enge Regeln gibt und wie man dafür Klarheit sorgt. Also Massenüberwachung von Ausländern im Ausland ist möglich, wenn man, ist noch der Punkt, wo man vielleicht am ehesten sagen kann, okay, da gibt es irgendwie noch einen Bezug. Also man will Gefahren für die innere und äußere Sicherheit will man begegnen und erkennen. Mein in Anführungsstrichen Lieblingsterm ist das, also die Handlungsfähigkeit Deutschlands muss gewahrt bleiben. Dann ist Massenüberwachung auch im Ausland möglich durch den BND. Und zuletzt, wenn das nicht reicht, dann gibt es auch noch sonstige Erkenntnisse von außen sicherheitspolitischer Bedeutung. Also dazu sagen, da gibt es jetzt strenge Regeln, finde ich wirklich mutig, muss man sozusagen. Also da ist ganz evident, da sollte einfach jetzt ein Framework geschaffen werden. Da wollte einmal gesagt werden, so, es gibt jetzt irgendwie Regeln, jetzt haben wir das irgendwie gemacht. Aber diese Regeln sind natürlich in hohem Maß interpretierbar und dass das wirklich jetzt zu einer Eindämmung der Massenüberwachung führt, ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich denke mal, das Signal ist ein anderes. Das Signal ist, alles, was wir kriegen können, was wichtig ist, das fischt bitte ab. Das gilt jetzt tatsächlich natürlich für alle Bürger weltweit, was allein schon kritikfähig ist, im hohen Maße, brauchen wir gar nicht drüber reden. Unser Mandat ist die Pressefreiheit als Organisation, deswegen gucken wir auf solche Gesetze natürlich ganz besonders auf Presserechte, auf Presseschutzrechte. Und da ist uns eben dann leider aufgefallen, dass, das ist eine Pressemitteilung von uns, dass eben leider die Überwachung von Journalisten da nicht ausgenommen ist. Das heißt, die gesamte New York Times, wenn man der Meinung ist, das ist für die Handlungsfähigkeit Deutschlands wichtig, dann kann man eben in Zukunft die gesamte New York Times filtern. Die gesamte Kommunikation, die gesamten E-Mail-Adressen, das sind ja Amerikaner, das sind keine EU-Bürger, die bewegen sich dann im Ausland. Was aus unserem Blickwinkel natürlich extrem kritisch zu beurteilen ist und ich glaube, auch die Signalwirkung, die davon ausgeht, ist schon enorm. Also ein Land wie Deutschland erklärt quasi Journalisten weltweit zum Objekt von Überwachung. Was wir einfach kritisch sehen und wo wir jetzt gesagt haben, wir glauben, da muss man dann doch nochmal auch aktiv werden. Und ich will mal jetzt begründen, warum wir glauben, dass das jetzt nicht nur ein Privilegswunsch ist von Journalisten, die irgendwie Sonderrechte wollen, sondern weil das vielleicht ein Ansatz sein könnte, um nach diesem, wenn wir das hinkriegen, da jetzt noch Gesetzesänderungen hinzukommen, dass man quasi die Grundrechte zurückholt in dieses Gesetz, weil de facto haben wir ja gerade gesehen, Grundrechte für EU-Ausländer spielen offenbar keine Rolle. Warum ist das aus unserer Sicht kritisch, was da passiert? Panama Papers, bestes Beispiel. Es ist natürlich auch eine hohe Gefahr für die Pressefreiheit in Deutschland. Panama Papers waren 400 Journalisten weltweit und es ist absurd anzunehmen, wenn man sagt, wir können dann zwar ausländische Journalisten überwachen, zum Beispiel in solchen Projekten, und waren aber gleichzeitig dann das die Pressefreiheit in Deutschland oder also der Informantenschutz in Deutschland. Natürlich gibt es dann auch Informationen über zum Beispiel die SZ, die da ja dann federführend war. Also allein das zeigt ja schon irgendwie, ich meine, wir leben in einer immer globalisierteren Welt und der deutsche Gesetzgeber fängt an, da jetzt wirklich, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie weltweite Regelungen finden, fängt er irgendwie an zu differenzieren nach Nationen. Warum ist das menschenrechtlich problematisch? Menschenrechte sollen eigentlich universell gelten, Artikel 2, also das gilt eigentlich für jede, und wir haben Artikel 12, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, also jeder das Recht auf Privatheit und Privatsphäre, und dieses Zementieren von, die Deutschen dürfen nicht überwacht werden, und
Ausländer können sich auf diese Grundrechte nicht beziehen. Das ist die Argumentation. Ausländer können sich auf deutsche Grundrechte nicht beziehen. Allein das kann man schon, glaube ich, kritisch sehen. Also es gibt eben auch noch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Deutschland ja auch unterzeichnet hat, wie alle, die in der UN sind. Und dagegen wendet sich das eben gerade. Nun muss man aber sagen, das ist ja so ein Argument, was ich gerade angebracht habe, das könnte man natürlich jetzt auch für alle Bürger nehmen. Man könnte irgendwie sagen, dass diese Massenüberwachung für alle ist da angegriffen, diese Universalität der Menschenrechte. Da muss man aber, glaube ich, realistischerweise sagen, diese Systematik, die da eingeführt werden will, die GroKo setzt, der drückt sehr aufs Tempo, das wird wohl nicht mehr fallen. Also das realistisch betrachtet, so schlimm das auch ist, wird man da wohl nicht mehr hinbekommen, jetzt in diesem Gesetzgebungsverfahren diese Dreiteilung nach Menschen rauszunehmen. Was man aber, glaube ich, machen kann, denn da sind die Argumente noch stärker, ist sich eben auf die Pressefreiheit zu beziehen. Und da einmal einen kurzen Diskurs jetzt in die Presserechtssprechung in Deutschland. Einmal ganz grundsätzlich, es gibt bestimmte deutsche Rechte im Grundgesetz und es gibt Jedermannsrechte. Zum Beispiel die Versammlungsfreiheit, also eine Demonstration, ist ein deutsches Grundrecht. Also im Grundgesetz steht, Deutsche haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Aber die meisten Grundrechte sind eben Jedermannsrechte. Zum Beispiel Artikel 10, das Fernmeldegeheimnis, ist ein Jedermannsrecht. Und das ist unser Punkt, eben auch die Pressefreiheit. Artikel 5 ist auch ein Jedermannsrecht. Also das bedeutet eben, die Diskussion gab es in Bezug auf Artikel 10 schon im NSA-Untersuchungsausschuss. Der BED hat ja argumentiert, naja, im Ausland sind wir eben nicht an deutsche Grundrechte gebunden. Artikel 10 gilt quasi für Amerikaner nicht oder für Brasilianer nicht. Und da haben aber eben alle Verfassungsrechtler gesagt, nee, stimmt aber nicht, es sind nämlich Jedermannsrechte und der BND ist auch an Grundrechte im Ausland gebunden. Und genauso ist das eben zu übertragen auf die Pressefreiheit. Also der BND kann nicht einfach in der Welt agieren und sagen, die Pressefreiheit interessiert uns aber nicht. Das heißt, es gibt sehr wohl die Notwendigkeit, dass der BND im Ausland pressefreundlich oder agiert, also zumindest Journalistenrechte wahrt. Wie könnte man das anstellen, dass man das macht? Er hätte sich wahrscheinlich nie träumen lassen, dass er mal in diesem Ambiente hier gezeigt wird, Franz Josef Strauß. Man könnte ihn ein bisschen als Vater des Informantenschutzes in Deutschland titulieren. Auch das hätte er wahrscheinlich sehr ungern gehört. Aber er war eben die zentrale Figur in der Spiegel-Affäre 1962, hat damals ja wirklich mit dafür gesorgt, dass eben die Ermittler ins Spiegelhaus eingedrungen sind, dass sie da beschlagnahmt haben. Und im Zuge dessen gab es eben 1966 das maßgebliche Spiegelurteil. Und das ist bis heute im Prinzip so auf Grundrechte, auf Pressefreiheit in Deutschland wirklich bindend, weil da hat das Bundesverfassungsgericht mal gesagt, also das ist Pressefreiheit und sind die Schranken des Staates. Und seitdem ist eben festgelegt, dass in Deutschland § 53 der StPO gilt. Das ist so einer der zentralen Paragraphen für uns Journalisten. Denn da steht drin, das ist ein Journalist. Gar nicht so einfach in der digitalen Welt, aber da steht es drin. Und vor allen Dingen steht da drin, welche Schutzrechte haben Journalisten. Denn das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, naja, nur weil es Pressefreiheit gibt, agieren Journalisten nicht im rechtsfernen Raum, ist klar. Wenn ich als Journalist jetzt selber eine Straftat mache, dann kann ich natürlich nicht sagen, hier ist Pressefreiheit, wir dürfen überhaupt nicht anpacken. Ich muss da natürlich vor Gericht aussagen, sie dürfen mich überwachen, wenn ich irgendwie Terrorist werden will. Aber so im normalen Alltag eben dürfen sie nämlich zum Beispiel nicht einfach in unsere Redaktion gehen, das ist § 97 StPO, und wir dürfen zum Beispiel vor Gericht auch schweigen. Also wir müssen sie auch nicht nennen. Und das steht eben in § 53 StPO, warum ich den ausführlich erkläre, sage ich gleich. Und dann hat der Gesetzgeber auch erkannt, naja, in der digitalen dritten Welt, da fallen eben auch Daten an, also so Kommunikationsdaten von Journalisten, die kann man vielleicht auch nicht so ganz ohne weiteres abfragen. Und hat dann § 75a der StPO, versprochen ist der letzte Paragraph, den ich nenne, eingeführt. Der hat im Prinzip einfach nur noch einmal bestätigt, wenn man Kommunikationsdaten von Journalisten, und ich rede ganz einfach von Journalisten, man kann da genauso sagen, Ärzte, Geistliche, Anwälte und Abgeordnete, also alle Leute, die im Beruf Geheimnisse erfahren und die irgendwie schützen müssen. Also wenn man Daten von Journalisten und allen anderen Berufsgeheimnisträgern abgreift, dann gelten da besondere Vorkehrungen.
das hat man im Prinzip gesagt, da muss der Gesetzgeber sehr genau abwägen, ob dieser Eingriff in die Pressefreiheit in dem Einzelfall gerechtfertigt ist oder ob nicht einfach der Schutz der Pressefreiheit überwiegt. Und das führt in der Regel eigentlich bei einfachen Ermittlungsverfahren dazu, dass es nicht genehmigt wird. Dass man einfach mal so in einem normalen Ermittlungsverfahren die Daten von Journalisten auswerten darf. Und es gibt ja zum Beispiel auch in der Vorratsdatenspeicherung, auch wieder hier, wie schlimm die auch immer ist, gibt es auch Verwertungsverbote für die Daten von Journalisten. Genau. Und die Frage ist nun natürlich, kann man das in dieses BND-Gesetz reinpacken? Was wäre damit erreicht? Man würde diesen Grundrechtsschutz, der irgendwie verloren gegangen ist jetzt im Laufe der Jahre, also man sagt irgendwie, naja, die Ausländer, die haben eh keine Grundrechte. Wohingegen wir aber argumentieren, und ich glaube, wir haben gute Argumente, wir haben gesagt, nee, Grundrechte sind doch bindend und Pressefreiheit ist doch bindend. Was muss man dafür machen? Und da gibt es ein ganz zentrales Urteil für Journalisten und digitale Daten, das ist von 2003. Das ist der zentrale Satz, da sage ich etwas zu. Worum ging es da? Das ZDF hat eine Recherche gemacht und hat mit einem Menschen gesprochen, der von der Polizei gesucht war. Er hat, glaube ich, auch dann sogar Leute entführt. Und da hat dann der Richter gesagt, naja, in diesem Fall darf man jetzt schon die Daten von den Journalisten abgreifen und ist dann so auch zu den Informanten gekommen. Das ist natürlich ein herber Eingriff in die Pressefreiheit. Und der Fall lag dann vor dem Bundesverfassungsgericht 2003. Der Eingriff war schon 1998. Und da wurde im Prinzip maßgeblich geregelt, wann dürfen Journalisten von Journalisten die Daten abgefragt werden und wann nicht. Denn das ZDF hat gesagt, naja, es gibt zwar diesen Paragraf 160a, auf den hat sich der Richter berufen, aber das ZDF hat gesagt, nee, das reicht nicht, es gibt ja noch die Pressefreiheit. Das war ein Eingriff in die Pressefreiheit und allein die Pressefreiheit, allein Artikel 5 rechtfertigt es schon, dass wir unsere Daten niemals abgegriffen haben werden können. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein. Also es gibt diesen 160a und nur weil ihr Pressefreiheit habt, seid ihr nicht irgendwie völlig unantastbar für den Rechtsstaat. Das ist eigentlich auch gut so, dass die Pressefreiheit nicht zu einem super Grundrecht wird. Aber, und das ist das Wichtige für diese Kampagne, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es braucht einen Mindestschutz. Natürlich kann man nicht einfach sagen, nur weil es Pressefreiheit gibt, kann man irgendwie gesetzliche Regeln noch vollkommen ausweiten. Aber was es geben muss, ist ein Mindestschutz. Also der Gesetzgeber muss sicherstellen, dass es ein gewisses Schutzrecht gibt für Journalisten, dass sie eben ihren Job ausführen können. Und genau das fehlt eben im BND-Gesetz. Also im BND-Gesetz ist einfach überhaupt nichts erwähnt, dass Journalisten irgendwie gesondert behandelt werden können. Damit steht fest, der BND muss auch im Ausland die Pressefreiheit achten, also er ist auch im Ausland an Grundrechte gebunden. Und damit steht fest, Journalisten müssen einen Mindestschutz zugesichert bekommen, rechtlich, um nicht überwacht werden zu können. Und das ist relativ eindeutig, dass das so sein muss. Das ist jetzt keine politische Forderung, sondern das ist, wenn man sich das anguckt, relativ deutlich. Und deswegen ist unser, also das ist so auch gerade die Frage, die uns bewegt, wo auch, glaube ich, zeigen wird jetzt, deswegen meine ich, dass das, glaube ich, ein bisschen größere Bedeutung noch hat. Je nachdem, wie da jetzt die die Reaktion jetzt sein wird auf das Bündnis, was wir geschmiedet haben, das internationale, ob die sagen, handelnden Politiker, ob die sagen, das interessiert uns nicht, wir wollen das Ding jetzt durchbringen, oder ob sie damit sich reden lassen. Das wird, glaube ich, auch so für den weiteren Verlauf schon ein Indikator dafür sein, wie diese Gesetzgebungsverfahren in Zukunft laufen werden. Also ist man da einfach, will man da durch, weil eben die öffentliche Aufmerksamkeit leider auch sehr gering ist, oder ist man doch irgendwie dialogbereit und fürchtet, dass man da sich eventuell von Karlsruhe dann auch wieder einen Rüffel einfangen würde. Ich komme zum Ende. Was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben in den letzten Wochen trotz Ferienzeit eine internationale Allianz geschmiedet im Hintergrund von deutschen und vor allen Dingen auch von internationalen Medienorganisationen und haben eine Petition gestartet. Das ist jetzt ein Draft, also das wird am Donnerstag hoffentlich, wird heute veröffentlicht, wo wir eben weltweit mobil machen wollen und einfach auch darauf aufmerksam machen wollen, um eben auch den politischen Druck zu erhöhen. Und wir fordern eben, dass Schutzrechte für sämtliche Berufsgeheimnisträger, neben Journalisten eben auch Ärzte, Geistliche und Abgeordnete in das BND-Gesetz aufgenommen werden können, was eben ein erster Schritt wäre, um quasi dieses BND-Gesetz ein bisschen verfassungsfreundlicher zu machen. Denn so wie es gerade formuliert ist, ist es leider nicht ganz so. Und wenn ich das noch sagen darf, es wäre
Ein weiterer Punkt in unserer Auseinandersetzung mit dem BND. Wir haben den BND verklagt als Organisation letztes Jahr. Ihr seht, wir haben es fast geschafft, unser selbstgestecktes Unterschriftenziel. Also falls man noch nicht beschrieben hat, geht gerne auf unsere Website. Wir glauben, aus den Snowden-Dokumenten erfahren zu haben, dass der BND uns überwacht hat und vor allen Dingen Journalisten, die mit uns kommuniziert haben, auch da gegen die Pressefreiheit verstoßen hat. Und auch von dem Urteil erwarten wir uns eine Klarstellung, wie man mit Überwachung von Journalisten umgehen kann. Das wird am 8. Dezember, glaube ich, ist die Verhandlung in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht. Genau. Und das wär's einmal. Vielen Dank. Ja, lieber Daniel, dir und euch vor allen Dingen vielen Dank für das Engagement und uns jetzt fürs Vorstellen hier. Gibt es Fragen zu dem Gesetz, Anmerkungen oder zu dem Gesetzesvorhaben oder zu der Kampagne? Ja, ich hatte gehört also von Kritikern des BND-Gesetzes, dass hier eigentlich sozusagen alle Konsequenzen gezogen werden aus dem NSA-Skandal, sodass das, was worüber wir uns jetzt aufregen und der NSA-Untersuchungsausschuss im Tag künftig legalisiert wird. Stimmt diese generelle Kritik? Ja, also man muss wirklich sagen, gerade auch der Spin, den die Große Koalition es geschafft hat, gerade am Anfang, was ja jetzt in der Medienberichterstattung wichtig ist, so die ersten Tage sind einfach wichtig, danach berichtet darüber keiner mehr. Das haben die ziemlich gut gemacht, weil gerade unsere ausländischen Partner waren ziemlich überrascht, weil die haben irgendwie in den ausländischen Medien gesehen, hey, wieso? Alle sagen irgendwie, den Weg an die Kette gelegt, es wird unglaublich kontrolliert, es wird ganz restriktiv gemacht, Beispiel für die gesamte Welt. Das ist leider nicht so. Also de facto ist es ja so, dass gesagt wird, der BND als auslandsnachrichtlichen Dienst darf keine Deutschen überwachen. Das ist irgendwie, dachten wir lange, das war selbstverständlich. Das wird groß gefeiert als Fortschritt. Das zweite, Europäer dürfen nicht überwacht werden, das ist, da bin ich jetzt nicht so darauf eingegangen, aber das ist sehr, sehr wässrig. Also es gibt insgesamt 8 Eingriffsnormen, wo gesagt wird, auch Europäer dürfen überwacht werden. Es darf sogar, das ist mein in Anführungsstrichen Liebling, es ist sogar erlaubt, Europäer zu überwachen, aber da dürfen dann nur Informationen über Nicht-Europäer gewonnen werden, wenn ich Europäer überwache. Das stelle ich mir schwierig vor, wie das funktionieren soll. Und vor allen Dingen, da bin ich jetzt wirklich überhaupt nicht drauf eingegangen, ist eben die Kontrolle des BND, die wird neu gefasst, gerade in diesem Bereich Ausland-Ausland-Überwachung. Wir haben ja schon verschiedene Regime, die wie der BND kontrolliert werden soll. Und jetzt wird noch ein viertes geschaffen, das unabhängige Kontrollgremium. Da sitzen zwar 2 Richter drin, aber diese Richter werden vom Bundeskanzleramt dann letztlich angenommen und sie haben eben Geheimhaltungspflichten. Das wird aus dem parlamentarischen Kontrollgremium, wo eben die demokratisch gewählten Volksvertreter eben sitzen, rausgenommen. Also ich glaube, man muss das so deutlich sagen. Da ist wirklich vieles von dem, was für einen Riesenaufschrei gesorgt hat, wird legalisiert. Und das, was mich auch wirklich verwundert ist und auch ein bisschen skeptisch stimmt, der große Aufschrei ist auch geblieben. Also vielleicht ein letzter Satz noch. Das BND-Gesetz der Entwurf wurde veröffentlicht Ende Juni. Und ich war auf einer Journalistenkonferenz, Netzwerk Recherche, letztes Jahr und dieses Jahr. Und letztes Jahr kam da heraus, dass die NSA den Spiegel abgehört hat, in einem einzigen Fall. Das war ein Riesenaufschrei. Das war ein Riesenaufschrei in Deutschland. Was gibt es da nicht, die NSA guckt zu seinen deutschen Medien? Jetzt wird genau das legalisiert. Der BND darf die gesamte New York Times filtern, wenn er will. Wenn er meint, es ist für die Handlungsfähigkeit Deutschlands wichtig. Und es interessiert ehrlich gesagt nicht so viele. Und das zeigt, glaube ich, auch ein bisschen, dass wir uns, wir im Sinne von die Gesellschaft insgesamt, sich leider immer mehr an diese Massenüberwachung gewöhnt und der Drang, sich dagegen doll zu wehren, nicht so verbreitet ist. Zum BND-Gesetz. Gibt es eigentlich auch eine Regelung, wie die Weitergabe dieser Informationen zurückgelegt wird? Kooperation mit anderen Nachrichtendiensten?
Ja, hi, Daniel Björn aus dem Büro von Konstantin von Nord im Bundestag. Hi. Ja, erstmal vorweg, ihr macht eine super Arbeit in dem Bereich und dafür ganz herzlichen Dank. Es ist ganz extrem wichtig, dass ihr Aufmerksamkeit auf dieses Themengebiet lenkt. Ich finde aber dennoch einen ganz wichtigen Punkt. Wir hatten jetzt die erste Lesung am Ende sozusagen der oder vor der Sommerpause. Das Gesetzgebungsverfahren ist im vollen Gange. Du hast jetzt eben sehr auf den Reporter und Journalistenschutz abgezielt. Das ist eure Aufgabe. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wie du sagst. Wir haben sozusagen die Legalisierung dessen, was vorher sozusagen klar außerhalb des Rechts geschehen ist, was wir sozusagen im Untersuchungsausschuss aufklären. Der sozusagen arbeitet weiterhin. Wir haben parallel haben wir den Versuch, sozusagen diesen kompletten Bereich dem Parlament zu entziehen der Kontrolle. Wir haben den Datenaustausch, der sozusagen legalisiert wird zwischen verschiedenen Geheimdiensten, auch von sozusagen autoritären Staaten. Und mein Plädoyer wäre jetzt sozusagen erstmal der digitalen Bürgerrechtsszene, wenn man diesen Begriff in den Mund nehmen will, und kann hier sozusagen klarzumachen, es gibt viele, viele andere Angriffspunkte, an denen müssen wir, genauso wie ihr es als NGO in diesem Bereich getan habt, sozusagen uns viele, viele andere Bereiche angucken. Ich würde die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Wir haben eben die Anhörung jetzt sozusagen im Bundestag nach oder in einer der ersten Sitzungswochen. Da werden wir wieder die namhaftesten deutschen Verfassungsrechtler vorladen, die letztes Mal sehr klar gesagt haben, all das, was hier geschieht, ist mit der deutschen Verfassung nicht zu vereinbaren. Und meine Theorie wäre einfach, dass wir sozusagen gemeinsam probieren, dort, wenn nochmal die Aufmerksamkeitsspanne da ist, und das wird sozusagen im Zuge der zweiten, dritten Lesung im Parlament sein, dass wir da einfach sozusagen alle NGOs, alle Bürgerrechtsbewegungen nochmal ganz genau in ihren Bereich hingucken. Natürlich sozusagen ist mein Optimismus jetzt auch nicht grenzenlos. Die GroKo hat eine 83-prozentige Mehrheit und die wird es durchziehen, aber nichtsdestotrotz zur Not bleibt dann immer noch das Bundesverfassungsgericht und dafür sollte man ausreichend Munition sammeln und sozusagen die Flinte in den Korn zu werfen, ist ein bisschen zu früh. Okay, Datenweitergabe, dann beantwortest du das? Ja, also ich will das jetzt gar nicht hier beantworten, aber man muss eben einfach, man muss klar sein, sozusagen, das, was du jetzt vorgestellt hast, bezieht sich nur aufs BND-Gesetz und bezieht sich dort nur auf einen minimalen Bereich. So, und wir erleben eben, wie gesagt, gleichzeitig den Versuch, parlamentarische Kontrolle komplett dem Parlament zu entziehen. Das haben wir in ganz vielen Bereichen gehört. Da wird immer mit dem Staatswohl argumentiert, sozusagen. Das sind juristisch vollkommen unklare Begrifflichkeiten sozusagen, wo eben einfach gesagt wird, wenn das Staatswohl betroffen ist, das ist Kernbereich exekutiven Handelns, da ist das Parlament außen vor. So, und das bedeutet, wenn du es weiterdenkst, einfach nur, dass sozusagen die Öffentlichkeit von all diesen Vorgängen, wie es eben mit geheimen Gerichten in den USA gang und gäbe ist, in Zukunft sozusagen nichts mehr davon erfährt. So, wir haben dann eben den Gesetzesentwurf zum Austausch zwischen BND und anderen Geheimdiensten, wo eben, wie gesagt, einfach Geheimdienste von Ländern dabei sind. Die Türkei ist jetzt ein aktuelles Beispiel, aber auch viele andere, wo es eben einfach menschenrechtlich höchst fragwürdig ist, wenn man, Stichwort geheimer Krieg, auch sozusagen Daten mit diesen Geheimdiensten tauscht. So. Und man muss sich einfach klar sein, und das wäre mein Plädoyer sozusagen, dass es eben ein Konglomerat ist, sozusagen an Versuchen, die in dem Bewusstsein, man hat eine 83-prozentige Mehrheit im Parlament, kurz vor Ende der Legislaturperiode sozusagen durchgedrückt werden sollen. Und wir wissen nun alle, Freiheits- und Angstdemos und so weiter, es ist schwer, Leute auf die Straße zu bringen und Leute sozusagen dafür zu sensibilisieren. Aber nichtsdestotrotz sollte man es versuchen, um möglichst breite Bündnisse, wie ihr es da macht, sozusagen probieren zu spielen. Nochmal eine Rückfrage? Kleiner Kommentar. Das heißt mit anderen Worten, dass quasi das, was mit Deutsche dürfen nicht überwacht werden, eigentlich das Papier nicht wert ist, auf das Geschriebene. Weil wenn es einen Austausch von Informationen gibt. Kurze Antwort nochmal von dir. Ja, sehr kurze Antwort. Ich glaube auch, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Grundsätzlich stellt sich halt, und das ist jetzt aber sehr allgemein gesprochen, in Demokratien die Frage, was dürfen sozusagen Geheimdienste im Digitalen? So, da bist du auf der Glasfaser und da musst du überlegen, sozusagen darf jetzt ein Geheimdienst entweder in jedes Paket reingucken, dann ist es relativ leicht, Grundrechtsträger wie Deutsche,
wie Deutsche, die im Ausland für ausländische Organisationen arbeiten und so weiter auszufiltern, oder willst du das eben nicht? Und dann musst du eben aber auch sozusagen in Kauf nehmen, dass es eben, wenn du so willst, Going Dark Bereiche gibt. Unsere Ansicht ist die, dass die jeder Demokratie immanent sind und dass jede Demokratie sozusagen nicht den Anspruch haben darf, alles und jeden zu überwachen. So, ne? Aber wie gesagt, das würde jetzt sehr, man muss da sehr ins Detail gucken, und grundsätzlich gibt es aber eben diese Bewegung, wir wollen erstmal alles und jeden unter sehr unklaren juristischen Formulierungen überwachen dürfen. Das wird ja eben so ein bisschen klar durch diese unklaren Definitionen. Da kannst du sozusagen die ganzen Selektorengeschichten, ja, deutsche außenpolitische Interessen sind halt eben auch, wenn deutsche Diplomaten auf EU-Ebene verhandeln. So, dann darf man eben auch EU-Institutionen ausforschen. Und so. Und da sind wir dafür. Da draußen einen klaren Rechtsrahmen, der wurde wiederholt angemahnt, den gibt es bis heute nicht. Und sozusagen dieses BND-Gesetz ist eher das Gegenteil von klarer Rechtsrahmen. So. Und grundsätzlich vielleicht noch als Ergänzung, ist die Bewegung tatsächlich dahin zu mehr Datenaustausch. Gerade am Wochenende ist das letzte Antiterrorpaket in Kraft getreten, wo es genau darum ging, quasi Austauschdatenbanken, neue innereuropäische Austauschdatenbanken zu schaffen quasi. Daniel, du nochmal? Und dann ganz kurz, genau. Zu der Sache mit Pressefreiheit, na klar, ist es einfach unser Mandat, auf Pressefreiheit hinzuweisen. Und aber kann ich Appell auch nur weitergeben, ich glaube, an vielen Fronten lohnt es sich, mal genau auf dieses Gesetz zu schauen. Wir haben es eben jetzt darauf gemacht, versuchen damit Öffentlichkeit zu schaffen und ganz kurz zu sagen, ja genau, der Austausch wird, es gibt auch automatisierten Austausch, dann der legalisiert wird, und unsere Befürchtung ist dann zum Beispiel nämlich auch, dass die NSA eben auf deutsche Journalisten zugreifen kann, es den BND weiterleitet, und eben genau andersrum ist dieser Ringtausch, von dem eben immer befürchtet wird, dass der eben möglich wird, weil das ja dann eben Geheimverträge sind, die keiner kennt zwischen den Diensten. Okay, wenn es jetzt keine super dringenden Kommentare oder Rückfragen mehr gibt, würde ich in Anbetracht der Zeit, trotz der spannenden und drängenden Thematik, sagen, an der Stelle genug erstmal zum Entwurf des BND-Gesetzes. Frage der Pressefreiheit. Donnerstag geht's los, und wir freuen uns natürlich, wenn jetzt dann alle scheren und so. Ja. Genau, wir alle sind gefordert. Vielen Dank, dass du da warst.